Ich bin Joshua und Film ist in meine Welt. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem 4K Steelbook Unboxing und heute habe ich Scream 2 hier. Ja, ich weiß, der ist schon lange raus. Bin leider noch nicht vorher dazugekommen, da ein Video dazu zu machen. Und das wollte ich euch ja nicht vorenthalten. Genau. Film hatte ich natürlich früher gesehen. War nicht mal ganz so gut wie der erste, aber fand ihn trotzdem noch okay. Genau, also fand ich nicht so schlecht. Allerdings habe ich jetzt bloß Scream 1, 2, 3 gesehen, weil da habe ich noch gar nichts gesehen. So. Ja, ist mit Tesa, also mit so Klebestreifen hier befestigt worden. Genau hier und hier. Schauen wir mal, ob wir es restlos runterkriegen. Ich bin guter Hoffnung. So. Jawohl, wunderbar. Und oben auch. Wunderbar. Dann machen wir alles nur noch schnell safe. Und dann gehen wir mal auf die Daten drauf ein. So, und dann zeige ich euch das erstmal. Genau. So, schauen wir mal. Auf der 4K haben wir ein Deutsch Dolby Digital 5.1 Surround. Okay. Und auf der Blu-ray haben wir Deutsch DDS HD Master Audio 2.0. Okay. Na, ist doch ein bisschen besser geworden, der Sound. Naja. Gut. Dann haben wir hier erstmal das Steelbook. So. Matt gehalten. Genau. Das wäre natürlich auch schön mit Spotlack hier vielleicht die Zahl oder Scream zu sehen. Aber naja. Wir sind es ja gewohnt, dass wir nicht mehr kriegen. Ne? Das Bein. Und die Rückansicht. Und so sieht es dann im Gesamten aus. Genau. Und innen drin sieht es so aus und das ist für mich immer so totales No-Go, solche Disc rauszubringen. Im Metallic Look, einfach ein Urzustand, nur mit die Schrift auf schwarz oder was drauf geschrieben. Katastrophe finde ich das immer. Wieso kann man da nicht das Kinomotiv, Kinoplakat oder ähnliches draufdrucken? Katastrophe finde ich das immer. So, da haben wir hier erstmal die 4K. Und die Blu-ray. Genau. Und so sieht es dann innen drin aus. Das finde ich jetzt nicht mehr verkehrt. Genau. Jo. Also von außen okay, von innen okay. Disc. Vom Aussehen her kacke. Wie ich immer so sagen. Da kann man doch ein bisschen was draufdrücken. Ich verstehe das nicht. Jo, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Film findet und wie ihr die Edition findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Dann sage ich, macht's gut, haut rein, servus.